Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch noch ein drittes Smart Home Set vorstellen, dieses Mal von der Firma Egadia. Aber beginnen wir nach dem Intro, viel Spaß! So, dann schauen wir mal, was sich hier drin so befindet. Da hätten wir einmal einen Türsensor, einen Bewegungsmelder, einen Rauchmelder, einen Glasbruchmelder, eine Innensirene, einen Öffnungsmelder, eine Außensirene mit Blinklicht und eine Alarmanlage. Und hier nochmal alles gesammelt. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, was hier so drin ist. So, dann haben wir hier eine Installationsanleitung, hier eine kleine Empfehlungskarte und dann geht es hier auch schon los mit einem, wie ich denke, Scharfschaltungssystem mit PIN, einer kleinen Mini-Fernbedienung, hier der Basisstation, dann haben wir hier einen Türsensor, zwei Lichtsensoren und ein Montagekit, ein LAN-Kabel und ein Netzteil. Das war im Prinzip das Alarmkind. Dann haben wir hier noch zusätzlich ein paar kleine Sensoren. Und zwar einmal einem Glasbruchsensor, in dem sich wieder eine kleine Installationsanleitung befindet. Hier ein paar Schrauben, eine Batterie und das Gerät an sich. Außerdem noch hier so ein Klebepad. Als nächstes machen wir mal den Türsensor auf. Hier auch wieder ein Installationspaket, eine Anleitung, Klebepad und der Sensor an sich. Der zweite Türfenstersensor wird genauso aussehen, deswegen überspringe ich den mal. Dann haben wir hier noch einen zweiten Bewegungssensor, den habe ich auch schon eben schon ausgepackt. Einen Rauchmelder mit vier Batterien und hier auch ein paar Schrauben, einen Knopf und als vorletztes eine Indoor-Sirene. In dem Paket befindet sich ausnahmsweise nur eine Anleitung und eben die Sirene an sich schon. Und als letztes das genauso fette Paket wie das komplette Alarmsystem selbst. Dieses Mal eine Außensirene mit Blinklicht. Wirklich ein Riesenteil. Hier auch wieder ein paar Schrauben und diese riesige Sirene. Ich will gar nicht hier drin ausprobieren, wie laut dieses Teil wohl sein wird. Das müssen wir auf jeden Fall draußen prüfen. Also das sieht ja schon fett aus, muss man ja einfach mal sagen. Bin schon sehr gespannt, das zu testen. Gut, dann würde ich mal sagen, nachdem wir hier alles ausgepackt haben, testen wir das einfach mal aus. Und ich würde sagen, wir beginnen wie bei jedem anderen Test mit einem LAN-Kabel und dem Stromkabel, das ich jetzt noch kurz einstecken muss. Jetzt versuche ich mir einfach mal die App runterzuladen und währenddessen stecke ich hier schon mal das Strom- und LAN-Kabel ein. Anscheinend muss ich hier einmal dran drehen, damit das auch wirklich eingeschaltet wird. Jetzt öffnen wir mal die App und ich starte mal eine Tour und muss mich jetzt hier anmelden. Ich erstelle mir jetzt hier einfach einen Account. Ich glaube, über die App selbst kann ich mir keinen Account hier erstellen, deswegen werde ich das mal kurz über den PC machen. So, hier auf der Seite kann ich mich registrieren. Zunächst mal muss ich hier allerdings irgendeine MAC-Adresse eingeben. Ich guck mal gerade, ob die hier hinten drauf steht. Ah, das ist in meinem Fall die... So, jetzt habe ich hier meine MAC-Adresse eingegeben und muss nur noch mich einmal komplett registrieren. Soweit so gut. Das Teil hat kurz gepiept, nachdem ich jetzt diese ganze Einrichtung fertig gemacht habe. Und ich werde mich jetzt hier einfach mal bei der App anmelden. Und jetzt bin ich auch schon hier in diesem Willkommensbildschirm. Hier kann ich jetzt anscheinend auswählen, ob der Alarm an- oder ausgeschaltet werden soll. Dann fängt das Teil hier auch an zu piepen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ich hier mein Zubehör hinzufüge. Ich habe ja beispielsweise hier so ein kleines Set, mit dem ich das Teil bedienen kann. Ich ziehe hier einfach mal hinten dieses Plastik raus und jetzt schaltet sich das Teil automatisch an. Fängt an zu leuchten.
So, wie ich jetzt herausgefunden habe, sind die Sensoren im Prinzip einfach nur Plug and Play. Also einfach hinten dieses kleine Plastikstückchen entfernen und schon kann ich eben mit dem Standard-Pin, der hier 1, 2, 3, 4 ist, das Teil fernsteuern, einfach hier draufklicken und schon fängt das Teil wieder an zu piepen. Ich drücke jetzt einfach mal wieder die 1, 2, 3, 4, damit das wieder aufhört. Und ja, dann kann ich eben hier drüber ganz einfach das Teil fernsteuern. Auch dabei lag so eine kleine Mini-Fernbedienung. Die habe ich jetzt einfach mit ein bisschen Gewalt hier geöffnet und hole mir jetzt hier noch aus der Packung mit dem Zubehör einfach mal eine kleine Batterie, setze die hier ein und mache das Teil hier wieder zu. Und jetzt müsste ich damit auch das Teil fernsteuern können. Ziemlich easy, einfach draufklicken und schon fertig. So, und direkt kann ich hier auf der Website im eingeloggten Zustand alle Sensoren sehen und eben genau einstellen, wann die aktiv sein sollen und so weiter und so fort. Aber wie dieses ganze System hier abschneidet und was es da für spezielle Features gibt, die ich jetzt schon entdeckt habe, werde ich euch natürlich im nächsten Video zeigen, wo ich dann dieses ganze Set und alle anderen Sets mal ausführlich zeige. So, und das war es dann auch schon von diesem Video. Wie gesagt, das waren jetzt erstmal die ganzen Unboxings und ersten Eindrücke. In den nächsten Wochen werden dazu dann Testberichte folgen, wo ich die Sets dann vergleiche und so weiter. Wenn ihr bis jetzt noch Lust habt, könnt ihr euch hier mein letztes Video, hier ein extra für euch angepasstes Video anschauen. Hier könnt ihr meinen Hauptkanal abonnieren und hier meinen Vlog-Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.